Ich habe in meiner Zeit in Offenburg angefangen, in einem Sportverein Sport für Jungs zu machen, von 6 bis 9. Und wenn man in so einem Sportverein mit drin ist, dann kommt man auch in die Situation, dass man gemeinsam Feste organisiert. Und das habe ich getan. Und an einem Tag war es natürlich mal wieder soweit. Wir haben ein Fest geplant. Und in dieser Planung, da sagte die Mitarbeiterin zu mir, die Leiterin von diesem Sportverein: Matthias, wir brauchen natürlich gutes Wetter. Aber du bist doch derjenige, der so einen guten Draht hat zu Gott, oder? Du könntest doch dafür beten und dann funktioniert das. Ja, tatsächlich. Ich habe einen guten Draht zu Gott. Den muss ich haben. Und ich hoffe, dass ihr ihn auch habt. Aber das mit diesem Gebet und dieser Erhörung, das ist schon nicht so ganz einfach. Wie kriegt man das hin? Beten ist ja ganz wichtig für uns. Und Beten ist auch gesund. Es gibt eine Untersuchung, die beschreibt, dass es für die psychische Gesundheit extrem förderlich ist, wenn man betet. Ja, es ist auch gut zu beten vor dem Essen, einen gemeinsamen Anfang zu haben. Morgens, mittags, abends kann man das tun. Aber was passiert eigentlich, wenn das Fest dann doch verregnet ist? Was passiert eigentlich, wenn ich bete, aber die Erhörung nicht eintritt? Was passiert dann? Da kommen die großen Diskussionen. Und ich habe viele Gruppen in meinem Leben geleitet und an diesem Punkt gab es immer Diskussionen. Egal, ob es eine Kleingruppe war, ob es die Jugendgruppe war, ob es die Gruppe mit den Kindern war, immer gab es Diskussionen, genau um diesen Punkt. Aber wir haben ja auch Zusagen, oder? Mal eine Kostprobe gefällig. Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust an dem Herrn, er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Oder Johannes 14. Johannes 14, da schreibt Johannes: Was ihr mich bittet, werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Oder 1. Johannes 5. Wenn wir nun um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir auch erbeten haben. Das sind also 3 Zusagen, die doch da sind. Wie kann es also sein, dass Gott manchmal Dinge nicht erhört? Außerdem haben wir noch viele Beispiele in unserer Bibel von Menschen, die gebetet haben und dann Erhörung bekommen. Ein Mose, der steht am Schilfmeer, an diesem großen roten Meer und möchte sein Volk da hindurchführen, hinter ihm die Ägypter, vor ihm das Meer. Und er betet zu Gott und das Meer teilt sich, nachdem er hineinschlägt. Das ist meine Gebetserhörung. Oder David. Nicht nur einmal ist er in riesiger Not, in Schwierigkeiten, er weiß nicht mehr wohin. Und dann betet er zu Gott und Gott rettet ihn. Das wollen wir doch erleben, oder? Oder Elia, der Regenmacher. Erst betet er und Israel hat 3 Jahre lang nur Sommer, Sonne, Sonnenschein. Man kann richtig braun werden in der Zeit. Das Problem ist nur, dass es dann auch eine Dürre gibt. Und dann betet Elia und es regnet wieder. Tolle Vorbilder. Und wenn wir dann mal unser eigenes Gebetsleben anschauen, wenn wir schauen, was wir beten, wie wir beten und Gott bitten, was passiert dann? Sind dann unsere Gebete wie vom Winde verweht? Einfach nichts? Irgendwie nicht erhört? Und wie erkläre ich das Ganze? Wie entschärfe ich denn dieses Problem? Denk mal kurz darüber nach. Wie habt ihr das letzte Mal reagiert, als ihr etwas erbeten habt, aber nicht bekommen habt? Nun, ich habe 5 Erklärungsmodelle, wie man das erklären könnte, dass Gebete nicht erhört werden. Vielleicht fällt ihr da genau hinein. Das erste, was man nennen könnte, Verdrängung. Man verdrängt einfach, dass Gott manche Gebete, manche Bitten, die ich an ihn stelle, eben nicht erhört. Und dann sagt man, gut, Verdrängung, es kann nicht sein, dass Gott manche Bitten nicht erfüllt, denn wir haben ja vorhin gelesen, dass Gott die Zusage macht. Also was nicht sein kann, das kann auch nicht sein. Ich glaube also nicht genug, mein Glaube ist zu klein. Ich
bete irgendwie verkehrt. Ich habe zu wenig Ausdauer im Gebet. Vielleicht faste ich zu selten oder zu wenig innig oder esse zu viel dabei. Vielleicht habe ich aber auch noch eine Sünde in meinem Herzen, tief in meiner Vergangenheit, irgendwo zurück. Und ich, wenn ich das irgendwie bearbeite und mir vergeben lasse, dann wird doch auf jeden Fall alles irgendwie gut werden, oder? Vielleicht bin ich aber auch nicht ernsthaft genug. Wir drehen uns dann da in Kreise. Letztendlich liegt es nur an uns, dass wir etwas tun und wir verdrängen, dass Gott manche Wünsche schier nicht erfüllt. Und manchmal gibt es so eine Folge von Verdrängung, man versucht es zu rechtfertigen. Ja, ich habe den Job nicht bekommen in dieser Firma, obwohl ich ein gutes Vorstellungsgespräch hatte, aber ich habe wenigstens einen freien Parkplatz auf dem großen Parkplatz bekommen und war rechtzeitig da. Gott sei Dank. Ist das Gebetserhörung? Das ist eine Möglichkeit, mit unerhörtem Gebet umzugehen. Vielleicht macht ihr es aber anders. Vielleicht macht ihr das Zweite hier, nämlich Gebetslotto. Lottospieler, die wissen, die Chance steht bei 1 zu 140 Millionen. Also die Chance, dass ich gewinne, naja, die ist nicht so richtig hoch. Aber man gibt seinen Einsatz, stetig und immer wieder. Und manche Christen, die tun das. Die geben ihren Einsatz, sie tun das, sie beten und bitten Gott um etwas. Aber im Hinterkopf wissen sie ganz genau, da tut sich gar nichts. Beten ist wie Lotto. Mal ziehe ich den großen Jackpot, mal geht es zum Teil in Erfüllung und mal eben gar nicht. Aber ich habe meinen Invest geleistet. Vielleicht ist das deine Art, mit unerhörtem Gebet umzugehen. Vielleicht ist es aber auch das Dritte, dass man nämlich anfängt, Gott zu verteidigen. Gott verteidigen, das läuft dann so, dass man sagt, okay, da beten zwei Menschen eben für eine Sache. Der eine betet um Regen, der andere betet um Sonnenschein. Wie soll der Gott das denn machen? Ist es dann nur die sich? Oder der eine betet für die eine Mannschaft, der andere für die andere. Ist doch kein Wunder, dass ein Unentschieden bei rauskommt, oder? Gott, ja, können wir doch nichts machen. Da kann doch Gott nicht einfach beide irgendwie belohnen, oder? Das geht doch nicht. Wir müssen uns einfach seinem Willen ausliefern. Und aus diesem schlechten Umgang mit diesen Bitten erwächst eine Theologie des Ertragens. Man muss sein Schicksal irgendwie hinnehmen. Aber ist das noch lebendiger Glaube? Ein Reden mit Gott, eine gute Verbindung mit Gott haben, wenn ich quasi immer nur versuche, ihn zu verteidigen und immer nur hinnehme und mein Gebetsleben sich quasi nur noch mit Loben und Danken beschäftigt, aber ich nicht mehr bitten möchte, weil ich es ja nur ertragen kann? Eine vierte Möglichkeit, damit umzugehen, das ist der Joker, der Verheißungsjoker. Man meint also, Gott hat mir eine Gewissheit gegeben in seiner Bibel, die da drin steht, folgender Vers, und daran klammere ich mich fest. Ich habe mich jahrelang mit diesem System auseinandergesetzt. Ich weiß, wovon ich spreche in diesem Punkt. Ich klammere mich also an einen Vers, und wenn dieser Vers, der mir sagt, dass es in Erfüllung geht, dann wird es auch in Erfüllung gehen, weil Gott hat es versprochen. Dann bin ich quasi wie die bittende Witwe, die Jesus als Beispiel nennt. Ich komme immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und wenn ich es dann doch irgendwann mal über die Jahre vergessen habe, dann liegt es eher an mir als an Gott. Ich habe ja meinen Joker. Ich habe einen Freund, der macht das auch so. Der möchte gern sich beruflich verändern. Er möchte gern umziehen. Und er hat ganz klar die Zusage, Gebet des Jahres aus dem 1. Chronik 4, erweitere mein Gebiet und gib mir diese neue Arbeitsstelle. Ich werde sie bekommen, ich werde dafür beten. Und bis heute sind alle Türen zu. Bis heute hat sich nichts an seiner Situation geändert. Das Problem bei diesem Verheißungsjoker ist doch folgender. Welche Verheißung nehme ich denn überhaupt an? Denn das ist ja sehr selektiv. Ich suche mir ja die Verheißung aus. Wenn ich dann krank bin, nehme ich dann die Verheißung aus Psalm 118, wo steht, ich werde nicht sterben, sondern leben.
Oder nehme ich die Verheißung aus Johannes 6? Da wird gesagt, ich werde mit ihm auferstehen am jüngsten Tag. Wir sind also sehr, sehr selektiv in der Auswahl unserer Verheißungen. Eine fünfte Möglichkeit, mit unerhörtem Gebet umzugehen, ist die Resignation. Wir geben auf. Wir probieren es gar nicht erst, irgendwie weiterzumachen. Denn es funktioniert ja nicht mehr. Wir sind enttäuscht, vielleicht sogar verbittert. Und dieses Gift der Bitterkeit, das dringt in unsere Seele. Dieses Gift der Resignation, das durchdringt unser gesamtes Glaubensleben. Man ist zwar noch im Gottesdienst mit dabei, man geht vielleicht irgendwo noch hin, aber man erlebt, dass man eigentlich nur noch äußerlich anwesend wird. Der Glaube, der wird zu Folklore, zu Fassade. Denn tief in mir drin habe ich schon resigniert. Gott weiß ja eh schon alles. Was soll ich ihn denn noch bitten? Und dieses tiefe Gift der Resignation, das sorgt dafür, dass ich vielleicht nach außen hin wie ein Christ aussehe, aber innerlich bin ich Atheist. Ich glaube lange nicht mehr, dass Gott noch irgendetwas tut. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Und wie geht Jesus damit um? Wir haben ja hier gerade diese Reihe in Heidelberg, diese Reihe, wo es um dieses Thema Jesus geht, was er ist. Wie geht Jesus mit dieser Situation um? In Matthäus 7 gibt es meines Erachtens den Schlüssel dazu. Matthäus 7, die Verse 7 bis 11. Da sagt Jesus nämlich Folgendes: Bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Wenn also ihr, die ihr noch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Jesus spricht hier über das Thema Bitten auf eine besondere Art und Weise in der Bergpredigt. Und er spricht von dem Verlangen und dem Suchen nach Gott, dass man ihn aufsucht, ihn anklopft und dass Gott antworten möchte. Jesus sagt hier aber nicht, dass Gott der willige Befehlsempfänger ist, dass wir auf jeden Fall das bekommen, was wir uns wünschen. Viele verwechseln genau das damit. Jesus spielt hier in diesem Text auf etwas ganz Selbstverständliches an, nämlich auf den Umgang von Eltern mit ihren Kindern. Manchmal wird diese Bibelstelle etwas schnell abgetan, dass man sagt, okay, du musst Gott kindlich vertrauen, wie Kinder das tun mit ihren Eltern, dann wirst du schon bekommen, was du willst. Aber ich glaube, dieser Text sagt etwas Tieferes aus. Warum sollten Eltern ihren Kindern etwas geben, was ihnen nicht gut tut? Jesus nimmt hier sogar eine sehr krasse Sprache. Er spricht hier eigentlich von satanischen Dingen, von Stein und Schlange, statt Brot und Fisch, was beides für den Messias steht. Diese Aussage ist inhaltsreicher. Ich glaube, das Erste, was Jesus hier sagt, Jesus will, dass wir beten. Nein, das glaube ich nicht, das weiß ich. Er sagt hier sehr klar, bittet. Das ist ein Gebot, das ist eine Aufforderung, eine ganz klare Ansage. Hey, jetzt bist du dran. Du sollst beten. Er bittet uns quasi, dass wir unsere Hände doch gefälligst doch mal aufmachen, damit er etwas hineinlegen kann. Weil sonst das Gespräch zwischen den beiden überhaupt nicht stattfinden wird. Bittet, sagt er. Tut etwas. Sprecht mich an, ich bin nämlich da. Ich will, dass du betest. Ich will nicht einfach nur, dass du deinen Gottesdienst am Sonntag hast und sonst in deinem Alltag nichts sonst tust. Ich will, dass du mit mir redest. Ich brauche das. Und du brauchst es auch. Und mach deine Hände auf, denn ich möchte etwas hineinlegen. Denn manchmal merken wir gar nicht, was Gott uns alles schenkt.
wo Gott uns bewahrt und wo Gott uns hilft, wo Gott uns etwas in die Hand gibt, weil wir unsere Hände nämlich in den Hosentaschen haben oder eben gefaltet irgendwo runterhängen lassen. Gott möchte, dass du geöffnete Hände hast. Wir empfangen manchmal nicht weil Gott knauserig wäre, sondern weil wir nicht empfangen können, weil wir nicht tun, was er sagt. Ich habe hier ein Gebetsbuch, das habe ich mitgebracht, das ist mein Gebetsbuch. Und dieses Gebetsbuch sieht toll aus, ich schreibe gerne hinein. Der einzige Makel ist, es ist schon 4 Jahre alt und es ist immer noch nicht voll. Kann es sein, dass ich häufig hier Dinge notiere und dann schaue, was Gott getan hat? Ja. Aber warum ist das Buch nicht voll? Weil ich es viel zu wenig benutze. Weil ich mir viel zu wenig bewusst mache, was ich da alles hineinschreiben könnte. Aber Gott möchte, dass ich das tue. Weniger, dass ich in dieses Buch hineinschreibe, sondern dass ich ihn ganz konkret bitte und dann auch ihm danke dafür, wenn er mir etwas gibt, weil Gott nämlich gerne gibt. Jesus sagt, betet, bittet mich. Nicht, weil es Ursache und Wirkung gibt. Nicht, weil ich dein Befehlsempfänger werde. Ich will meinen Arm gerne bewegen, sagt Gott. Aber ich möchte es noch schön, noch lieber machen, wenn du es auch bemerkst. Ich höre dir gerne zu. Mir liegt etwas an dir. Und ich liebe dich. Und deswegen rede mit mir. Bitte mich um etwas. Und ich möchte es dir auch gerne geben. Das Zweite, was mir auffällt, ist, Gott meint es gut mit uns. Manchmal erlebe ich eine gewisse Skepsis, wenn Gott etwas tun soll in meinem Leben. Manchmal erlebe ich, dass der eine oder andere mit einer Angst daherkommt. Weil Gott könnte ja etwas tun in unserem Leben, was ich eigentlich gar nicht will. Oder er wird mich auffordern zu etwas zu tun, was ich noch nie konnte. Also im Extremfall kann es so sein, dass viele Menschen sagen, also Gott möchte gerne etwas von mir, was ich auf keinen Fall möchte. Wahrscheinlich, wenn ich Gott bitte, er soll mir meinen Weg weisen, da wird er mich ins tiefste Afrika schicken und wo ich auf 3 Steinen kochen muss. Dabei kann ich gar nicht kochen. Und ich hasse Afrika. Wir erleben da manchmal so eine Skepsis Gott gegenüber. Wir denken, Gott meint es gar nicht gut. Der mutet uns nur etwas zu. Der wird mir auf keinen Fall das geben, was er will. Aber das genau meint Jesus nicht hier. Gott meint es nämlich gut mit uns, sagt er hier. So wie Eltern es gut mit ihren Kindern meinen. Ich gehöre zu der seltenen Spezies, ich erlaube meinen Kindern nicht, dass sie an Stromkästen spielen. Ich erlaube auch nicht, dass sie an irgendwelchen Steckdosen spielen. Warum nicht? Das liegt klar auf der Hand. Ich würde ihnen auch nie erlauben, an einer 4-spurigen Autobahn mit ihrem Bobbycar entlang zu fahren. Das könnte nämlich ungesund sein. Auch wenn sie noch so viel Spaß dabei hätten. Und ja, ich gehöre auch zu der Spezies, die nach dem Zähneputzen die regelmäßige Tafel Schokolade verweigert. Nicht, weil ich denke, sie können dick werden, sondern weil ich weiß, das hat ganz andere Folgen. Ich meine es gut. Und Gott meint es auch gut mit uns. Auch wenn wir das manchmal gar nicht so einschätzen können. Die Bibel ist nicht nur voll von Momenten, wo Gott Dinge dir zusagt und dann auch einhält, wo Menschen bitten und er dann Dinge erfüllt, sondern die Bibel ist eben auch voll von Gebeten, die sich nicht erfüllen. Josef, ein Mann aus dem Alten Testament, der von seinen Brüdern in eine Zisterne, in einen Brunnen geworfen wird und dann verkauft wird. Dieses Gebet um Rettung hatte sich nicht erfüllt. Oder David, der um seinen kranken Sohn bittet und fastet und alles tut, damit der wieder gesund wird. Und was passiert? Der Junge stirbt. Aber Gott gibt ihm einen ganz besonderen Moment des Zuspruchs und der Gnade.
Oder Paulus, der Apostel, hat eine schwere Erkrankung, unter der er richtig leidet. Und was passiert? Nichts. Dreimal hat er Gott gebeten, dass er ihm das abnehmen würde. Und am Ende kommt dieser Vers: Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft soll in dir stark werden, in deiner Schwachheit. Deutlich wird aber auch, dass kein Gebet, was wir beten, keine Bitte, die wir lossenden, dass die ohne Antwort bleibt. Ich glaube, wir unterschätzen Gott viel zu häufig. Wir denken manchmal, Gott antwortet nicht, aber Gott macht sich seine Gedanken. In 1. Mose 18, ganz am Anfang, wird das ganz eindrucksvoll geschildert. Da gibt es diese Geschichte, wo Abraham mit Gott redet. Abraham wird der Freund von Gott genannt. Und Gott hat vor, eine Stadt zu zerstören. Und dann steht da ein ganz interessanter Vers in 1. Mose 18. Da steht: Ich muss mir irgendwie Gedanken machen. Kann ich vor Abraham verheimlichen, das, was ich vorhabe? Das sagt Gott. Gott macht sich Gedanken darüber, ob er vor Abraham, seinem Geschöpf, irgendetwas verheimlichen soll. Und tatsächlich spricht Gott mit ihm. Und Abraham ist nur ein Freund Gottes. Wir sind seine Kinder. Wir gehören zu Gott. Gott meint es gut mit seinem eigenen Fleisch und Blut. Und du bist sein Kind. Deshalb bitte ihn. Gott meint es gut mit dir. Eine dritte Sache noch. Der Vater im Himmel möchte keine Solo-Show. Der möchte nicht einfach nur alleine irgendwie derjenige sein, der angebetet und gepriesen werden will. Gott teilt mit dir. Gott begrenzt sich. Der macht keine All-Inclusive-Show nur für sich. Nein, der möchte, dass du ein Teil wirst von seinem Reich. Er möchte dir Kraft geben, dich mit einbinden, und dafür begrenzt er sich. Ich habe dafür ein schönes Beispiel gerade gestern erlebt. Ich habe gestern in meinem Garten ein bisschen rumgebuddelt. Da gab es so eine Wurzel, die wollte ich unbedingt raus haben. Und ich habe dort gebuddelt und gegraben mit dem Spaten, und meine kleine Tochter Sophia kam, 4 Jahre alt. Und Sophia und ich, wir haben es einfach gerne miteinander, sind wir gerne unterwegs. Und sie kam mit ihrer kleinen Kinderschaufel und hat mir geholfen. Was meint ihr? Habe ich mich darüber gefreut? Auf jeden Fall. Es gibt nichts Schöneres, als wenn ich mit meiner kleinen Tochter zusammen buddel und im Dreck rumwühle. Das kann sie besonders gut, und ich bin auch nicht schlecht dabei. Hat es mir geholfen? Naja, manchmal hatte ich ein bisschen mehr Arbeit als vorher. Hat mich das stolz gemacht? Auf jeden Fall. Denn wir waren beide beteiligt. Ich hätte noch viele Beispiele aus dem Alltag. Da, wo ich mich begrenze, mich zurücknehme und dann erlebe, dass es schön ist, wenn wir etwas gemeinsam machen. Und Gott möchte dich dazu gebrauchen. In Epheserbrief, da schreibt Paulus im Kapitel 2, Vers 10 einen ganz besonderen Vers. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott will nicht ohne dich sein. Gott will dich dabei haben. Gott möchte, dass du mit ihm diese Welt gestaltest, sein Reich baust. Und deswegen bist du da. Gott will keine Solo-Show. Gott will nicht alleine nur da sein. Er will sich begrenzen, weil er dich dabei haben will. Sind wir dann immer noch auf Augenhöhe? Nein. Wir sind seine Kinder. Aber wir sind auch seine Geschöpfe. Wir sind nicht auf Augenhöhe mit ihm. Da bleibt ein kleiner Graben. Und trotzdem möchte er dich mit einbeziehen. Trotz unserer Unperfektion, trotz unserer Fehler, trotz unserer Geschichte, die wir haben. Gott will dich dabei haben. Er will keine Solo-Show.
Da stürzt uns, dieser Gedanke stürzt uns ein wenig vom Thron herunter. Nicht wir sind die History Maker, sondern Gott ist es. Und wir sind dabei. Wir dürfen wie Kinder an seiner Seite stehen und mit ihm loslegen. So fang an zu bitten. Denn Jesus möchte, dass du das tust. Öffne deine Hände und lass dir die Dinge hineinlegen, die du brauchst. Verzweifle nicht an den Dingen, die er dir nicht gibt. Vertraue ihm, dass er es gut mit dir meint. Dass er einen guten Weg mit dir hat. Weil er dein Vater ist. Weil er dir gerne geben möchte. Und das Dritte ist, setz dich ein für Gott. Mach dich Teil mit von diesem Reich Gottes, damit du loslegen kannst, damit andere Menschen ihn auch finden. Habe Mut, voranzugehen und trau ihm zu, dass er dein Leben verändert, dass du ein Teil wirst vom Reich Gottes, der untrennbar und unendlich wertvoll ist. Ich möchte beten. Vater im Himmel, du bist als Vater an unserer Seite. Du möchtest als guter Vater uns gerne beschenken. Und du begrenzt dich, damit wir mitmachen können. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir dafür, dass wir gemeinsam vor dich kommen dürfen und erleben dürfen, dass du unser großer Herr und Gott bist, den wir gerne bitten dürfen. Und du siehst, was wir vielleicht an Momenten haben, wo wir verdrängt haben, wo wir dich entschuldigt haben, wo wir Gebetslotto gespielt haben oder den Verheißungsjoker gezogen haben, vielleicht sogar, wo wir resignieren. Ich möchte dich bitten, dass du uns neu begegnest in diesen Momenten, dass wir erleben, dass du etwas Gutes aus uns machst, dass wir anfangen zu vertrauen und erleben, wie du uns beschenkst, über und über, mehr als wir tragen können. Amen.